Hier sehen wir das Beispiel einer Lackieranlage, die eine Rückgewinnung bekommen hat. Die Abluft wird nicht mehr ungenutzt nach draußen geblasen. Der Wärmetauscher wurde auf dem Dach des Gebäudes installiert. Oben in der Mitte ist der Abluftpunkt, links und rechts neben dem HDT-Logo die Ansaugluft direkt von draußen. Im Tauscher wird sie vorgewärmt und wird über diesen Kanal seitlich wieder weggeführt und wird zurückgebracht in den Ansaugbereich der Lackieranlage. Über eine Bypassklappe, hier im Bild sichtbar, kann im Hochsommer noch direkt Zuluft zugeführt werden. In allen unseren Anlagen legen wir Wert auf Zugänglichkeit. Revisionsklappen lassen sich einfach öffnen, die Zugänglichkeit ist stets gegeben und mit wenigen Handgriffen ist die Revisionsöffnung wieder verschlossen. Stabile Sandwichplatten mit GFK-Beschichtung sorgen für Wetterfestigkeit, UV-Stabilität und langjährige Haltbarkeit unserer Anlagen. Unsere GFK- und Sandwich-Profilsysteme für Zu- und Abluftkanäle lassen sich problemlos wie hier in einer Maschinenfabrik integrieren oder für KTL-Anlagen verwenden oder für Trocknungssysteme oder wie wir hier sehen für einen externen Wärmetauscher verwenden. Die Integration unserer Wärmerückgewinnungs- und Lüftungssysteme in bestehende Anlagen gelingt uns fast immer. Wie hier im Beispiel einer Trocknungsanlage in Österreich. Die Integration ist perfekt gelungen, die Dachaussparung von uns durchgeführt, das Ganze im System integriert. Auch in großen Anlagen haben wir keine Probleme. Das ist für uns eher eine Herausforderung. In diesem Falle eine Anlage für 130.000 Kubikmeter in einer Lebensmittelmühle mit Wärmerückgewinnung. Häufig haben wir Anforderungen, die wir bisher in dieser Form noch nicht hatten. In diesem Falle ging es um eine Bypassklappe, die zusätzlich notwendig war, um einen Überdruck im System bei elektrischem Ausfall aller Sicherheitssysteme zu vermeiden. Häufig werden Befeuchtungssysteme in unsere Lüftungsanlagen integriert, um gegebenenfalls die Luftfeuchtigkeit in Fertigungsanlagen und Betriebsstätten sicherzustellen und auch einen Kühleffekt zu erzielen. Moderne SPS-Steuerungen, die in den meisten Fällen kundenspezifisch mit einer grafischen Oberfläche und eigener Software ausgestattet wird. Somit können wir individuelle Anwendungsfälle für den Kunden realisieren und eine einfache Bedienung später sicherstellen. Netzwerkfähigkeit der Steuerung und natürlich auch eine Fernwartung gehören bei uns zum Standard der Systeme. Die Fertigung unserer Lüftungskomponenten bei uns im Betrieb gleicht einer Manufaktur. Dadurch sind wir aber individuell in der Lage, kundenspezifisch seine Anlagen an den jeweiligen Anwendungsort, wie auch in diesem Falle, anzupassen. Nur so ist es uns möglich, jede Anlage individuell zu sehen und zu planen.
Die Planung beginnt natürlich zunächst am Computer. In 3D wird geplant. Alle Bauteile werden gezeichnet, werden integriert, die Gebäudemaße werden aufgenommen, entsprechend werden Anpassungen vorgenommen bis hin zum fertigen Objekt. Dann nähern wir uns der Realität.